Hallo ihr Lieben. So, bevor jetzt das eigentliche Video beginnt, möchte ich kurz was dazu sagen. Also ich war ja 2,5 Wochen in Berlin bei meiner Freundin und wir haben unter anderem einen Shoppingtag eingelegt. Und bei diesem Shoppingtag oder an diesem Shoppingtag habe ich sie in einer Boutique gefilmt. Und ich möchte euch, wie gesagt, meine Freundin gerne vorstellen mit dem neuesten Frühjahrstrend aus Berlin. So, hallo, ich bin hier mit meiner Freundin Kissy, bei meiner Freundin Margret in der Boutique. Wir werden jetzt hier ein paar Sachen anprobieren. Schön! Das hier ist so eine schöne Baumwoll-Viskose-Mischbluse, die finde ich ganz hübsch. Also Margret hat ihre Boutique in der Sretzky-Straße in Berlin und die Boutique heißt Modus W. Super schön verarbeitet, nicht so schnell. Okay, das ist vorne ein bisschen kürzer, hinten ein bisschen länger, schön gerafft. Man kann also den Ärmel auch, den kann man so runter, nee, hoch und runter, ne, mit so einem Knopf ist das. In so einer Taupe-Farbe, sieht ganz mega toll aus. Und das Schöne hier an dieser Boutique ist, es gibt nicht nur Kleider in der Kleidergröße 34, 36, sondern auch für mich so, wie 42, 44, ja? Sehr schön. Gut. Next one. Vielen Dank, liebe Claudia, du bist wundervoll. Bis gleich. So, Margret hat mir jetzt mal hier einen ganz bezaubernden Regenmantel rausgesucht. Der ist echt hübsch. Der in Petrolfarben, so, ne? Wunderschön. Genau, das ist so 15 Jahresstil. Also und auch der passende Schal toll. Dazu. Und sogar deine Ohrringe passen dazu. Es sieht mega Hammer aus. Total schön. Ja, bis nachher. Genau, mit Druckknöpfen. Zeig mal bitte hinten. Ist der hinten denn? Sehr schön, also perfekt, ganz toll, super. Und ihr seht, da hängen schon so ein paar andere Farben. Wir bleiben irgendwie so in dieser Farbpalette, so ein bisschen grün und ecru und so ein bisschen lila. Sehr schön. Was kostet das gute Stück, Margret? Schal? Das für Schal 49. Schal 49, Mantel? Knapp 300. Knapp 300, super schönes Teil, okay. So, jetzt haben wir einen wunderschönen taubenblau-grauen Pullover, auch wieder hinten etwas länger, vorne etwas kürzer. Kaschiert schön irgendwie, wenn man so ein bisschen, ne, so ein bisschen, wenn man jetzt nicht gerade ein Sixpack hat. Claudia, sehr schön, das angeschnittene Ärmel. Nehmen wir mal die Arme so. Ja, genau, so angeschnittene Ärmel. So einen kleinen U-Boot-Ausschnitt, wunderschön. In so einem, das ist so ein bisschen meliert. Modal macht diese Polyester-Modal, Baumwolle oder irgendwie so, macht das so weich. Kostet? 79. 79 Euro. Ein toller Pulli, so ein Übergangspulli. Ihr seht nochmal die. Hinten etwas länger. Perfekt. Sehr schön. So, jetzt haben wir eine sportive Bluse in Olivfarben oder Khaki. Auch wieder die, hier die, kann man hochkrempeln, die Ärmel. Taschen, auch wieder hinten länger, ne? Ja, das ist cool. Mal hinten etwas länger. Vor allem, wenn man jetzt so die engen Höschen ansieht. Viele Frauen mögen ja auch Leggings oder Jeggings. Unkomplizierte, schöne Bluse. Wahrscheinlich auch Polyester. Sieht, kann man den Kragen hoch? Viskose. Ach, Entschuldigung, Viskose. Ja, auch eine schöne Bluse. Ich finde, mit einer Bluse sieht man immer angezogen aus. Bluse ist immer so, also man, nicht unbedingt Business, sondern. Und wie trägt sie es auf der Haut so? Ist angenehm. Ist angekostet, Margret? 84. Also. 84. Und das ist alles Mode made in Italy, wollte ich nur mal sagen. Made in Italia. Bella Italia, ihr Süßen. So, Dankeschön. Ein besonderes Schätzchen, und zwar ist es eine Viskose, Rayen, also so eine Art Seide ist das, eine Tunika mit Trompetenärmel. Claudia, halt mal den Trompetenärmel. Ja, und so eine Art kleinen Wasserfallkragen. Es ist sehr, sehr schön, also macht ein tolles Dekolleté um die 80 Euro. Also ihr seht jetzt alles unter, also es ist tolle modische Mode aus Italien, liebevoll zusammengetragen von der Besitzerin, die mit ihrem Autochen immer nach Italien fährt und die Mode holt. Das ist doch was, ne? Also unbedingt vorbeischauen, ich verlinke die Boutique nachher noch für die Berlinerinnen oder die in der Nähe von Berlin leben. Und da habe ich ja einige Ladies auf dem Kanal. Danke Claudia. Und die liebe Claudia, einen schwarzen Pullover, dreh dich mal bitte ein bisschen, Model, einen schwarzen Pullover an. Viskose, Sommer. V, Sommer, Dreiviertelarm, nee, oder? 7/8 Arm, oder? Was ist das, ein langer Arm? Mit V-Ausschnitt kostet? Was kosten die so? 94. Also ganz ein absolutes Basic, Standard, Must-Have-Teil. Super schön. Ich gehe nochmal näher ran. Ja, sehr schön. Okay, so, und jetzt haben wir noch da so zwei Kleidchen, die zeige ich euch mal, die seht ihr da, das ist so voll 50er Jahre, oder Margret, ist das 50er oder 60er?
Also so Tunika-Kleidchen mit 7/8 Ärmeln, absolutes Retro-Schick hier, Print. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Sehr nice, very nice. Also jetzt haben wir hier ein Teil, was auf dem Bügel super aussah, aber Claudi meint, sie ist es nicht. Und wenn man selber das Bauchgefühl hat, man ist es nicht, dann soll man es lassen. Sieht sehr hübsch aus, Dreiviertelkleid, hinten einfarbig, ne? Vorne bunt, ich würde sagen nein. Kann man über eine Hose anziehen oder alleine anziehen. Also ist jetzt nicht unbedingt. Also bisher haben alle Teile wunderbar gesessen, gepasst, und aber das ist es nicht. Aber man kann dir auch mal Sachen zeigen, die es nicht sind. Margit, hast du noch was zu sagen dazu? Ja, Viskose. Viskose. Und hinten Baumwolle. Und hinten Baumwolle. Eine schöne Mischung. Es hat mit Taschen. Ja, es hat. Ah, mit Taschen. Genau. Ja. Fühl mal in die Taschen. Es ist super praktisch, ja. Mhm. Nur es ist ja nicht. Claudi, es muss ja nicht. Ne, nee, es gibt ja schöne Dinge, genau, die einfach nicht jedem so liegen. Ja. Aber es ist ein sehr schönes Musterprint hier in. Ja. Super modernen Farben, Fliederfarben und Maigrün. Mhm. So, aber wir haben noch das andere Teil. Also da bin ich echt, auf dieses Teil bin ich wirklich gespannt. Freue ich mich drauf. So, das ist jetzt ein Kleidchen oder Kurzkleid-Tunika in Viskose. Ja. Im Retro 70er Jahre Print. Schöne Farben, Orange-Grün. Wir denken an die Prilblume oder kennt ihr noch die Creme 21? Das waren diese Orangefarben. Das ist wieder voll im Trend. Mit 7/8 Arm etwas aufgeschlitzt, dann einen schönen Reißverschluss, um das Dekolleté, also man kann es auch wieder zumachen, um das Dekolleté schön in Zähne zu setzen. Kann man, wie gesagt, mit oder ohne Hose tragen. Mit einer Röhrenjeans oder auch mit einer weiteren. Ich finde doch toll, wenn man über so eine Tunika eine weitere Hose trägt, also Schlaghose. Wie ist deine und Taschen hat es auch, ne? Ich sehe auch, dass Eingrifftaschen sind, seitliche Eingrifftaschen. Kostet? Egal, wissen wir jetzt nicht. Gut, also sehr schönes Kleid, gefällt mir super. Toller Frühlingsgruß. Wir haben ja gerade noch ein Megateil entdeckt. Das ist wie so ein, das kann man auch super über ein Bikini anziehen. Das ist auch eine Tunika mit irgendwelchen Blütenblättern. Damit, ach hier mit, wie heißen die, Hibiskusblüten oder so, ne? Sehr schön. Und so kleinen Bommelchen hier in Türkisfarben. Und seitlichen Schlitzen. Das gefällt mir. Sehr schön. Ihr hört schon, ne? Das gefällt dir. Es gibt so Teile, so Lieblingsstücke, wo man sofort sagt, wow, das ist es. Ja. Jetzt haben wir hier noch ein entzückendes Seidenhängerchen für schöne Frauenarme. Hinten mit Schleifchen, vorne sehr schön, ganz toll. Also auch geht bis zum Knie. Also gerade auch für große Frauen. Claudia ist groß. Gibt es in verschiedenen Farben. Reine Seide, 99 Euro. Perfekt, genau. Super schön. Also die Besitzerin zeigt mir gerade eine tolle Hose. Margit, sag mal was zu der Hose. Naja, Made in Italy. Also ja, genau. Wunderschönes Material, Baumwolle und ein ganz moderner Schnitt. Ist wie Papier. Einfach schön für den Sommer. Curvy, also für Frauen, die Rundungen haben. Genau, und so ein bisschen so Knitteroptik ist ja. Das. Ne? Kann man unten enger, kann man schön kann man krempeln mit Stiefel. Flipflop ist egal. Kosten um die 89 Euro. Ja. Perfekt. So, super. Okay, jetzt zeige ich euch nochmal diesen wundervollen Laden. Hier. Nee. Da oben fehlt noch was. Prenzlauer Berg. Also sehr schön, sehr liebevoll eingerichtet. Mit vielen Taschenaccessoires, Tüchern. Hier kann man sich also von Kopf bis Fuß auch Schmuck einkleiden. Sehr schön. Oft ist es ja so, dass man nur ein Teil fährt. Hier kann man sich wirklich von Kopf bis Fuß und eine super Beratung, muss ich noch dazu sagen. Das ist eine Frau, die hat Ahnung, die hat Stil. Und oft stehen wir vor den Sachen und wissen nicht, mein Gott, steht mir das ja oder nein? Oder wäre das was für mich, ja oder nein? Also, tolle Beratung in Berlin, Prenzlauer Berg, in der, wie heißt die Straße hier? Skalski Straße. So, und jetzt kommt meine Süße nochmal mit hierher. So, und jetzt bedanke ich mich. Ganz liebe, meine süßen Busenfreundin, allerliebsten, tollen, mega, Claudia, danke fürs Model sein. Und wir sind nicht lesbisch. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt gerne mal die Boutique Modus W in Berlin in der Sretzky-Straße besuchen. Ich werde die komplette Adresse in die Infobox schreiben. Und es ist wirklich eine ganz tolle Beratung, eine fachgerechte Beratung. Und oft ist es ja so, dass man in einem Laden steht und ist völlig überwältigt von diesem Angebot, was es so gibt. Und insofern ist eigentlich eine Beratung immer von Vorteil. Die gibt es ja kaum noch. Ne?
Also in Kaufhäusern schon mal gar nicht oder online wird man ja auch nicht beraten, da muss man sich selbst beraten. Wenn ich jetzt so ein bisschen hohl klinge, liegt es daran, dass ich in diesem neuen Raum, der also dazugewonnen worden ist, im Rahmen des ganzen Umbaus, ich bin übrigens fleißig am Putzen und habe mich jetzt einfach mal hier hingestellt, weil ich das Video ganz gerne am Wochenende für euch reinstellen wollte, damit ihr mich wieder mal gucken könnt. Ich habe jetzt eine kleine Auszeit, nicht unbedingt eine Auszeit, aber eine Woche habe ich nichts gemacht. Ne? Ich habe eine Woche nichts reingestellt und ich dachte mir, ja, das machst du noch schnell ohne großes Tamtam. Ich habe mir die ganzen Videosequenzen gehabt. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein wundervolles Wochenende. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.